Ja, dann begrüße ich euch zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Heimspiel. Am Samstag um 14 Uhr geht's gegen Rot-Weiß Koblenz hier im Waldstadion. Von Spielerseite ist gekommen Jan Eichmann und natürlich Coach Jürgen Luginger. Jan, zuerst mal ein kurzer Rückblick am Dienstag gegen Schwalbach, ein 8:0 standesgemäßer Sieg im Pokal. Wir haben noch nichts gehört zum Spiel, vielleicht sagst du da noch ein paar Sätze dazu. Ja, ich denke, es war ein gutes Spiel von uns, sehr professionell. So Pokalspiele, wenn man die nicht so professionell angeht, können die auch mal ungemütlich werden. Ich denke, dass wir es von der ersten Sekunde an sehr professionell angegangen sind und ein klarer Sieg dann. Ja, jetzt freuen wir uns auf die nächste Runde. Dankeschön. Jürgen, auch an dich die Frage. Du hast ein bisschen noch mal in der Aufstellung rotiert. Warst du zufrieden mit dem, was die Jungs am Dienstag abgeliefert haben? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, haben wir viele gespielt, die jetzt nicht so regelmäßig spielen. Und da ist es auch nicht so einfach. Ja. Aber sie haben es gleich vor der ersten Minute dann konzentriert begonnen und dann auch so durchgespielt. Und 8 Tore muss man auch immer erst erzielen. Ja. Das hört sich im Nachhinein immer einfach an. Aber wir wissen, wie schwer so Pokalspiele sind. Und wir haben das gut angepackt und dann auch sind wir jetzt eine Runde weiter. Samstag geht es gegen Koblenz. Kommen wir erstmal zum Personellen. Luca Plattenhardt ist wieder dabei nach seiner Rotsperre. Dafür ist Patrick Lienhardt gelb gesperrt. Wie sieht es ansonsten aus? Ansonsten, Kevin Meck ist wieder eingestiegen gestern ins Training. Muss man nur abwarten, ob es fürs Wochenende jetzt reicht. Muss man nur besprechen. Danny hat ja schon eine Halbzeit im Pokal gespielt. Müssen wir auch nochmal sehen. Es ist jetzt kurz dabei wieder. Muss man sehen, ob das Sinn macht fürs Wochenende. Es sind noch zwei große Fragezeichen, sage ich mal. Aber sonst sind eigentlich wieder alle an Bord. Jetzt geht es gegen Koblenz, Tabellenschlusslicht, 2 Punkte bis jetzt geholt. Was erwartest du da am Samstag für einen Gegner und wie gehen wir es an? Ja klar, wenn du jetzt gegen letzten spielst und erst 2 Punkte haben, ist ja Ausgangslage klar. Ja, wir spielen zu Hause, wollen gewinnen. Wir wissen natürlich auch, wie schwer das ist. Koblenz hat auch in jedem Spiel immer die Möglichkeiten gehabt, Tore zu erzielen. Wir müssen zeigen, dass wir gelernt haben aus den letzten Spielen, ja, wo wir nicht so gut gespielt haben, gerade gegen Mannschaften, die unten stehen. Ich denke, wir können selbstbewusst auftreten, natürlich nicht überheblich, haben wir keinen Grund dazu. Wir müssen den Gegner zu Fehlern zwingen und einfach zeigen, dass wir zu Hause spielen und zeigen, dass die Lernkurve da ist und dass wir aus den letzten Spielen gelernt haben. Eure Fragen bitte. Die letzten Spiele, Sie haben es schon angesprochen, gegen schwächere Gegner eher keine so erfolgreichen Punkte geholt, beziehungsweise meistens nicht 3 Punkte geholt. Wäre Ihnen jetzt lieber, es wäre nochmal ein Gegner aus der oberen Tabellenhälfte oder ist Koblenz auch okay? Nein, es ist gut, so wie es ist jetzt. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Mannschaft weiß, auf was das ankommt jetzt. Wir müssen natürlich, wie gesagt, den Gegner zu Fehlern zwingen, aber auch geduldig sein über die 90 Minuten und müssen einfach, denke ich mal, mehr über Außen spielen, was wir dann bei so einem Spiel nicht immer so geschafft haben. Einfach mehr über die Flügel noch kommen und den Gegner da auseinanderziehen. Dann werden wir auch noch mehr Möglichkeiten haben. Ich nehme an, Sie haben die auch mal gescoutet. Wo haben Sie die Schwächen bei Koblenz entdeckt? Ja, Schwächen. Koblenz spielt natürlich schon auch mit, muss man sagen. Sie versuchen auch Fußball zu spielen, dann haben dann teilweise durch individuelle Fehler einfach dann in Rückstand geraten, dann wird es schwierig, ja, aber hatten auch, wie ich schon gesagt habe, auch vorne immer Möglichkeiten, Tore zu erzielen. Also ja, Mannschaft muss man gut bespielen, ja, darf da auch nicht zu viel in Räume lassen, weil die nutzen sie schon aus und wenn wir das schaffen, dann werden wir auch gewinnen. Lienhardt kann jetzt spielen, haben wir gerade schon gehört. Wie schwer wiegt der Ausfall? Weil es ja ein Dauerbrenner, der eigentlich fast jedes Spiel gemacht. Ja, Patti ist natürlich schon ein wichtiger Spieler für uns, ja. Im Spiel auch, aber auch von seiner Art her, wie er spielt, ja, und wie die Mannschaft auch mitreißt und so. Aber wie gesagt, wir haben einen guten Kader und wir haben gute Jungs, die jetzt dafür einspringen, ja, und die können jetzt zeigen, dass sie jetzt auch da sind. Also die Lösung dafür ist schon in Ihrem Kopf. Die Lösung haben wir. Jan, wie ist das in der Mannschaft? Jetzt kommt Koblenz. Gegen die Großen hat man immer gut ausgesehen. Jetzt kommt wieder Koblenz.
Muss man da jetzt mal endlich punkten gegen den Kleinen? Ja klar, natürlich wollen wir punkten, das wollen wir in jedem Spiel, aber ich denke, es spielt keine Rolle, ob groß oder klein, so will ich das auch gar nicht beschreiben. Ich denke, der Gegner, der kommt, den wollen wir gut bespielen, den wollen wir erfolgreich bespielen und so gehen wir das Spiel auch an. Hat man dann vielleicht so ein bisschen, Schwalbach ist auch ein kleiner Gegner, sich jetzt gegen Kleine mal selbst Vertrauen geholt? Gegen Kleinen, ich finde das jetzt schon immer so komisch an. Selbstvertrauen haben wir uns geholt, denke ich. Wir haben kein Gegentor bekommen. Wir haben, wie der Trainer schon gesagt hat, 8 Tore gemacht, die man erstmal machen muss. Natürlich ist das gut für Selbstvertrauen, aber jetzt ist es ein neues Spiel, ein anderer Gegner und da geht es wieder bei 0-0 los. Kopfschütteln, keine Fragen mehr. Kurz und schmerzlos, dann sehen wir uns alle morgen. Vielen Dank.